Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel und wir sind den Gaunern ganz tief auf den Fersen auf der Ampere-Ebene, die uns lassen zusammenarbeiten. Ich gehe gern mit dir auf Kondobuggy. Die Azul und seinen Bruder den Schwimmreib geklaut haben. Und ja, ich würde sagen, stellen wir mal die Gauner. Weiter geht's. Wir müssen bald am tiefsten Punkt an der Silver gehen. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Seien wir am besten sehr vorsichtig. Okay. Währenddessen in Schattstadt. Ah, verstehe. Das ist also mit eurem Schwimmbrett passiert. Was für eine Gemeinheit. Das Team von Wacky ist also auf dem Weg dorthin, ja? Ja. Sie haben gesagt, sie wollen ihn für uns stehlen. Sie wollen für uns holen. Das freut mich für euch, ihr könnt jetzt beruhigt sein. Immerhin kümmert sich jetzt Team Poké Rescue darum. Ja, das stimmt. Sie haben auch einmal Azul gerettet. Wir sind so dankbar, dass sie uns helfen. Guten Tag allerseits. Worum geht es denn? Alle Zwillfins, wir sprechen gerade verloren einem von Meryl. Ja, Sudish, wir haben uns erst kürzlich darüber unterhalten. Natürlich. Ich glaube, du meinst den Schwimmreif, oder? Du hattest gehört, dass er am Strand liegt. Wenn ich mich recht erinnere. Genau. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Kecleon erklärt Zwillfins das Geschehen. Ich verstehe, das ist wirklich schrecklich. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand so identisch sein kann. Wer so tief sinkt, muss schon ein erbärmlicher Lump sein. Ganz meine Meinung. Kindern gegenüber so gemein zu sein und dann noch so einen kleinen Knall wie diesen Brüdern. Das ist absolut unentschuldbar. Noch eine Sache. Wohin ist Team Poké Rescue gegangen? Sie sind zur Ampere-Ebene gegangen. Wie bitte? Sagst du zur Ampere-Ebene? Aber in der Ampere-Ebene ist zu dieser Jahreszeit die Saison der... Nein, das ist fatal. Team Poké Rescue steht in ernster Gefahr. Was? Ich muss sofort zur Ampere-Ebene. Was? Warte! Oje, 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 das klingt aber nicht gut. Was mag uns wohl, von welcher Gefahr mag wohl Zwirfins sprechen? Ich denke mal, wir werden es bald herausfinden. Das ist ja so gesehen nicht mehr weit. Oje, 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 das sieht nach Ärger aus. Zauberblatt, ja danke. Musste gerade sein, weil Dodri ist für mich ernsthafte Bedrohung. Schnüffler, was ist eigentlich Schnüffler? Den Fluchtlager-Pokémon, nee, danke. Brauche ich nicht. Ist zwar jetzt nützliche Attacke, aber brauche ich nicht wirklich. Oh, ich hoffe, ich bist du recht schnell down. Na, danke. Das war gerade gefährlich, weil es ist ein Flug-Pokémon und nicht gut für mich. Ah, haut ab. Ah, du hast mir den Weg zur Treppe gezeigt. Vielen Dank. Welche Gefahr war das? Ich muss sagen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das ist... Ja, es ist ein Elektro-Pokémon. Habe ich gerade ein bisschen KP verloren, weil Gloomy gerade paralysiert war. Und da hinten kommt schon die nächste Bedrohung. Auf uns zu marschiert. Erstmal. Na, erst Synthese oder. Ah, ich mache mal erst Synthese. Und dann. Ah, setze ich gleich zum Angriff an. Ah, zum Glück fehlgeschlagen. Gott sei Dank ist das gerade fehlgeschlagen. Gut. Gefahr beseitigt. Oh nein. Nein, nein, nein. Dafür haben wir jetzt kein Geld. Denn erinnert ihr euch, was letztes Mal passiert ist? Ja, wir wurden ziemlich wüst von Kecleon besiegt. Und deswegen mache ich den Fehler kein zweites Mal. Wenn einkaufen, dann lieber außerhalb des Dungeons.
Fäden gibt es eigentlich hier? Na, komm her. Bams, das war ein Volltreffer. Na, komm nochmal. Yes, Bams, der Flammenwurf sitzt. Und weiter geht's. Oh, da kommt noch eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Ein Ampharos. Auch wenn ich Ampharos sehr gerne mag, hier muss ich sie leider beseitigen, da sie mir im Weg stehen und so ziemlich einen Schaden anrichten. Gut, die machen schon mal keinen Schaden mehr, die lassen wir einfach mal gehen. Sind wir mal so gnädig. Ich hoffe mal, dass wir nicht jetzt auf Fallen treten, das wäre jetzt ganz blöd. Ah, da bin ich jetzt zu lange rumgeeiert. Jetzt ist das passiert. Ah, sieht aber ganz schön ab. Komm schon! Tangela! Ja, wunderbar. Du hast es so gut wie geschafft. Der Gegner fliegt. Er fliegt, ja. Fliegen kann dieses Pokémon. Vogel-Pokémon bestimmt, Alex, nur auf kurze. Na toll, das war's mit Tangela. Aber gut, macht nichts. Tangela hat sich wacker geschlagen. Auch wenn es nicht ganz gereicht hat. Da haben wir noch einen Teamkollegen. Okay, der gerade auch das Handtuch geschmissen hat. Ja, ihr seht, Dodri ist verdammt gefährlich. Und wir haben gerade beide Teammitglieder verloren. Das heißt, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ich denke mal, das können wir schaffen zu zweit. Das werden wir schaffen zu zweit. Ist ja wohl klar. Denn wir sind ein erstklassiges Rettungsteam. Erkundungsteam. Wen gab es ja eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Landslayer, Ebene 8. Fakt ist, dass wir bestimmt auf die Glieder des Schwimmreifs treffen werden. Davon gehe ich mal sehr stark aus. Es war, glaube ich, letzten Sommer, als ich das Spiel durchgespielt hatte. Auf dem DS. Also ist schon eine Weile her. Oh, Ärger von zwei Seiten. Lumi, kümmere dich mal darum. Gut gemacht. Das rosa Gummi kriegst du. Als Belohnung. Ram. So, ja, wir sind da. Gut. Ampertal. Es blitzt und donnert. Ja, was für ein bedrohlicher Ort. Unglaublich, es sieht so aus, als wenn hier jederzeit der Blitz einschlagen kann. Am besten verlassen wir diesen gefährlichen Ort so schnell wie... Huch! Da drüben! Das ist viel zu einfach. Ist er das wackige Schwimmreif? Sehen wir uns das genauer an. Ah! Weshalb seid ihr hergekommen? Das ist unser Revier! Hier ist jemand. Verstecken wir uns, Wacky. Ihr wollt euch ja so verstecken? Wie niedlich. Schon gut. Um ehrlich zu sein, wären wir eigentlich schon recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Wir schleichen uns so nah wie möglich heran. Alles klar. Machen wir sie fertig. Nicht so. Wenn wir hier bleiben, ist es vorbei. Wer bist du? Zeig dich. Mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzel... Blitz. Ah! Macht euch bereit zu kämpfen. Ach, Julius, wir sind gegen so viele auf einmal. Ja, jetzt wird's sehr bedrohlich. Scheiße. Okay, danke, Glumin. Das war schon mal ein guter Anfang. Ich werde mich derweil um hier kümmern.
erstmal Reflektor und schmeißen. Viel geschlagen Mist. Oh ja, ihr seht schon. Hier ist es mal gleich so rot anders. Hier kriegen wir es mit mehreren Gegnern zu tun. Und deswegen müssen wir uns echt ins Zeug legen. Und ich glaube, ohne Belebersamen wird das ja gerade ein bisschen sehr, sehr bedrohlich. Oh fuck, ich bin umzingelt. Na, hat nicht ganz so gesessen, der Angriff. Uiuiui, viel zu viele Gegner. Ja, gut, der Anführer ist weg. Müssen wir nur noch den Rest der Truppe besiegen. Ich sollte vielleicht erstmal Gloomy helfen. Oh je. Ich muss Synthese anschmeißen. Und glaube ich, dann muss ich Gloomy helfen. Au, 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 au. Das tat weh. Das tat sehr, sehr weh. Oh, Gloomy braucht jetzt ganz schnell Sinebären. Gut. Gloomy, du musst mir helfen. War ganz schnell. Danke. Oh, Synthese. Anschmeißen. Ah, gut. Ja, feilbar. So. Wir haben es gleich geschafft. Bams, und das war's. Wir haben gewonnen. Ihr wagt es. Macht eine Sekunde. Wir sind ganz ehrlich nicht hier, um eure Revier fertig zu machen. Genug, nehmt das. Bam. Stopp. Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen eure Revier nicht nehmen. Zwürfitz? Du, wer bist du? Ich bin Zwürfitz, der Erkunder. Voltenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber dem Eindringling ist also nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht, ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind hier unerlaubterweise eingedrungen, aber ohne schlechte Absicht. Sie wollen euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaube mir. Und dann so. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwürfens. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses. Also gut, ich glaube dir, Zwürfens. Ihr sollt etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt. Puh. Vielen Dank, Zwürfitz. Du hast uns gerettet. Aber wer war das? Ach, Mann. Kurzen Cut. Eine Gruppe aus Volenso und Zwürfel. Fritzelblitz? Moment. Mal. Eine Gruppe aus Volenso und Fritzelblitz? Samo Nordenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist? Die sind auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Und die Ampere-Ebene haben diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Hier fühlen sie sich wohl, also halten sie sich um diese Jahreszeit auf der Ampere-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Seitdem regiert die Gruppe um Voltenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann greifen sie sofort an. Aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An dem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe um Voltenso.
Oh, jetzt verstehe ich. Darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe vorhin dort drüben den Schwimmhalb gesehen. Er ist hier. Das ist er. Zwiffens, das ist er. Ich keinen Zweifel. Das ist mit Sicherheit der Schwimmreif. Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir das Item sofort zurück zu Meryl und seinen kleinen Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass niemand absichtlich hergebracht hat. Dass ja jemand wusste, dass ihr letztendlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Voltenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War es nicht eure Absicht? Ihr hinterhältiges Pack! Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck rauskommt und euch zeigt. Du hast die ganze Zeit gewusst. Da müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Ihr gemein Gauner war das. Tja, tja, tja. Also wart ihr es, aber warum? Wir haben darauf gewartet, dass ihr wohl Tänzel zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen. Nur den Rest. Den Rest übernehmen. Wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einmischt. Sollen wir die Sache erledigen? Sicher, wenn es nur Team Rescue, Team Poker Rescue wäre, mit dem wäre das Problem jetzt fertig. Aber gegen den weltberühmten Zwölfens, das ist eine andere Geschichte. Machen wir es jetzt im Staub, Jungs. Ja. Widerlinge. Das vergesse ich diesen Halunk nie. Sie sind schnell, wenn es darum geht, sie aus dem Staub zu machen. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. Abenteuer speichern? Ja, gern. Wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, wirklich, danke. Hat uns damals dazu gerettet und jetzt das. Ich weiß nicht, wie wir euch das jemals danken können. Aber wirklich, danke. Oh, bitte, das ist schon okay. Wenn jemand danken wollt, dann dem großen Zwirpens. Wäre Zwirpens nicht da gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirpens. Nicht der Rede wert. Ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmbad wieder habt. Ich muss schon sagen, es sieht nach dem großen Zwirpens sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Und ich muss sagen, dass auch Team Poker Rescue großartig war. Das Team hat schließlich einen schweren Job gemeistert. Als ihr dazu gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was meine Rettung von Azul angeht, müssen wir etwas gestehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hättest, Keklion. Aber ganz so war es in der Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azul sich befindet. Mein Partner hat das zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Oh, ach ja. Vielleicht wird der große Zwirfens ja wissen, was all das zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit oder Zukunft. Was? Das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwirfens, weißt du was darüber? Wenn das so ist, sollten wir den großen Zwirfens fragen, ob er mehr weiß? Was fragen? Oh, ach ja. Nach meiner vergessenen Vergangenheit. Ist schon okay zu fragen, Wacky? Zwiffens, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, in der Erinnerung an seinen Namen. Und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein.
Das stimmt. Ich schätze, das kann sich nicht einmal der große Zwirfens erklären. Aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für den Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Ein Match mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du... Du sagst, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Maki nennt Zwirfens den Namen. Ah, verstehe. Du bist... Okay. Sagt dir dein Name was? Nein. Sagt mir nichts. Was? War das gerade? Der Anflug eines... Hat Zwirfens nicht gerade ein Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Aber ich weiß über die Fähigkeit von Wacky Bescheid. Wacky, was ist sie? Die Fähigkeit, in die Zukunft oder Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Dimensionaler Schrei? Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Zeit und Raum hinweg, bis in manche Pokémon. Um als Vision Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Wacky hat also das mit dimensionalen Schreien eine unglaublich spezielle Fähigkeit? Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden, um das Geheimnis um die Verwandlung von Wacky in ein Pokémon zu lüften. Ich bitte euch meine volle Zusammenarbeit an. Oh, wirklich? Ja, um offen zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist die reine Wahrheit. Das ist großartig, dass wir auch von deiner Hilfe zählen können, Zwirfens. Ist das toll, Wacky? Sieh dir an, die Philippa. Na, die haben uns in Rot damals die Post gebracht, wisst ihr noch? Es scheint viel mehr zu sein, viel mehr in der Luft zu sein als normal. Ob irgendwas passiert ist? Hey! Oh, hallo, Miliza. Endlich, finde ich euch. Wieso bist du so eile? Du bist ganz außer Atem. Alle sollen schon Gilde kommen. Alle Lehrlinge sollen sich sofort bei der Gilde melden. Oh, ist was passiert? Ich gehe mit euch. Beeilt euch. Tja, was mag in der Gilde passiert sein? Das werdet ihr im nächsten Part von Pokémon Erkundungsteam Himmel erfahren. Tschüss.